Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du antike Bauteile ganz einfach und schnell farmen kannst. Antike Bauteile sind die Bauteile, die du für antike Technologien brauchst, wie zum Beispiel den Brutkasten, den kleinen Futterbeutel, die Enterhakenpistole oder viele weitere, die du dann später noch erforschen kannst. Eine Variante, um antike Bauteile zu finden, ist, diese seltenen Kisten zu öffnen. Umso seltener die Kiste, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein antikes Bauteil findest. Deswegen würde ich dir raten, immer Schlüssel dabei zu haben. Die nehmen kaum Platz weg und sind leicht zu finden. Okay, in dem Fall war kein antikes Teil dabei, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht sehr gering und sie sind so ziemlich einfach zu bekommen. Eine weitere Möglichkeit, antike Bauteile zu bekommen, ist von Bosskämpfen. Wie zum Beispiel mit diesen. Dieser ist Level 11, ganz einfach zu besiegen, sobald ihr Level 9 oder 10 seid. Sollte das für euch kein Problem mehr sein, ihr könnt ihn töten oder fangen. Diese Bosse spawnen nach einer Stunde wieder und deswegen könnt ihr die immer wieder besiegen und euch gerne eure antiken Bauteile jede Stunde abholen. Wie ihr seht, wir haben ihn besiegt und gleich 4 antike Bauteile bekommen. Ganz einfach. Die dritte und letzte Möglichkeit, antike Bauteile zu bekommen, ist aus so einem Dungeon, in dem ebenfalls ein Boss ist. Dieser ist Level 13 und da gehen wir einfach mal rein. Hierbei sind die Dungeon immer gleich aufgebaut. Irgendwann zweigt sich der Weg ab. Einmal links, wo man durch einen Tunnel läuft, und rechts, wo man durch das Wasser muss. Ihr müsst immer rechts gehen. Mir ist bis jetzt noch nie anders passiert. Nur rechts ist dann der Boss. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr lauft hier rein. Da ist ein großer Baum und dann seht ihr auch schon den Boss. Hier muss man auch dazu sagen, ist die Drop Rate auch nicht 100%. Wir schauen mal, ob wir hier was rauskriegen. Okay, ich habe mich jetzt hier fürs Fangen entschieden, da ich diesen Pal noch nicht habe. Hab ihn gefangen und wir haben 3 antike Bauteile daraus bekommen. Ganz easy, locker leicht. Das sind die 3 Varianten, wie ihr antike Bauteile bekommt. Das könnt ihr unendlich oft wiederholen und somit unendlich viele antike Bauteile bekommen. Ganz einfach, in einer Stunde sind da locker, ich möchte mal meinen, 50, 60 Bauteile drin. Wenn ihr das Video hilfreich fandet, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.